So, meine lieben Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ich spiele immer noch Mystical Ninja Starring Gomon. Für mich sind jetzt ein paar Tage vergangen. Das liegt daran, ich war krank und ja, dadurch wollte ich jetzt eigentlich nicht aufnehmen, weil ich hatte Schnupfen und so weiter. Und ja, das hört man natürlich, wenn man da aufnimmt. Ja, und deshalb mache ich jetzt weiter. Ich bin leider immer noch etwas verschnupft, aber ich hoffe, man hört es nicht zu viel. Wenn man es hört, tut mir leid, ja. So, also im letzten Teil hatten wir den König und die Königin befreit. Ja, und jetzt geht's weiter. Also der König hat uns darum gebeten, dass wir den ganzen auf den Grund gehen, warum das Schloss angegriffen wurde und irgendwie so in ein anderes Schloss verwandelt wurde. Ja, und das machen wir jetzt natürlich. Wir haben den Superpass vom König bekommen. Und ja, deshalb geht's jetzt weiter. Wir sind immer noch in der Stadt. Aber jetzt kommen wir raus. Und wir werden jetzt ganz, ganz tolle Sachen sehen hier in diesem Teil. Aber das, ja, das seht ihr dann eh. Also hier ein netter Grafikglitch, da sieht man durch die Wände. Nennt man dann wohl Clipping-Fehl oder so irgendwie. Egal. So, da geht's rüber. Ja. Dann gucken wir mal. So, also die Stadt hier, die sieht eigentlich, ja, für N64 finde ich, sieht die ganz nett. Also nicht jetzt grafisch, aber so vom Design her, hier mit den Kirschblütenbäumen und so. Passt irgendwie gut zur ganzen Atmosphäre von dem ganzen Spiel. So, ja. Gut, jetzt muss ich hier nur den Weg finden. Ich glaube, hier ging es raus. So, ja, genau. Ging's hier raus? Nee, hier sind wir natürlich wieder komplett falsch. Ach Mensch, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Also ich laufe hier herum, ja, ich habe keinen Plan. Ich bin Gomon und brauche keinen Plan. Ich laufe herum, so wie es mir Spaß macht. Ne? Spring, 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 ja, schön. So, nee, also natürlich will ich das jetzt hier irgendwie zumindest ansatzweise etwas professionell gestalten. Und weil wir das machen, schlagen wir diesen Dieb hier einfach mal, weil der wird uns sonst ganz, 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 ganz viel Geld stehlen. Ja, der läuft davon und wir laufen ihm nach, weil ich glaube, da kommt man raus. Also wenn ich nochmal vorher was vom Design und so gesagt habe, seht euch diese wunderschöne Wand hier an. Also mitten in der Stadt so eine schön aufgeschlichtete Wand. Ja, sieht doch toll aus, oder? Da gibt ihr mir doch wohl recht, ne? Gut, jetzt sind wir hier wieder bei dem Anfangsteil da, aber ich glaube da vorne, da müsste es jetzt irgendwo eine Tür gehen. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Die Aliens sind wieder abgehauen. Die Aliens sind weg. Ja, toll. Ich war das. Ich habe die Stadt von den Aliens befreit. Welche Aliens überhaupt? Ich habe keine Aliens gesehen. Ich habe nur Terrorpuppen gesehen. Sonst aber nichts. Weiß nicht, was das Kind da meint. Vielleicht hat es ja irgendwas anderes gesehen, einen seltsamen Film oder so. Kann ja sein, ne? So mit Aliens und so. Ach Hund, komm, sprich mit mir. Der kann wirklich sprechen. Ich habe immer UFOs und Karotten gehasst. Ja. Toll. Wieso kannst du sprechen, Hund? Wieso kannst du sprechen? Okay, in Japan gibt es Hunde, die sprechen können. Das ist schön. Müssen mal nach Japan, ne? Ja. So, hier geht's weiter. So, jetzt sind ja diese tollen Typen, die lassen mich nicht durch. Also die Türwache. Warte eine Minute. Das ist der Superpass vom König. Solange du ihn hast, kann ich dir die Tür immer öffnen. Ja, das ist schön. Dann lass mich mal durch. Ja. Na komm schon. Mach auf, mach auf. Schön. Ja. Und durch da. Ja. Jetzt sind wir im Musashi. Ja, und meine Paranoia, die frisst mich natürlich wieder. Jetzt muss ich wirklich mal ganz kurz gucken, ob die Videoaufnahme überhaupt läuft. Ich hoffe, sie bricht doch nicht ab, wenn ich jetzt hier raustappe. Ich mache einfach mal. So. Ja. Also, ihr seht wahrscheinlich jetzt nur einen schwarzen Bildschirm oder auch nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich zerschleudert es jetzt alles. Videoaufnahme läuft, da bin ich froh drüber. Nee, komm, mach wieder groß, mach wieder groß. Na toll. Ja, klein, groß. So, ich hoffe,
Ja, ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt noch. Jetzt habe ich irgendwie glaube ich, habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht. Na, egal. Weil ich muss leider bei diesem Spiel den FPS-Counter, den normalerweise Fraps dabei hat, den muss ich leider ausblenden. Obwohl, ich blende mal kurz ein. Moment. So. Ja. Jetzt habt ihr ihn vielleicht kurz gesehen. Weil nämlich bei diesen Zwischen, also wo er lädt. Ach nee, ich hab den. Hier ist der Schlagkraft. Komm, stirb, Terrorpappe. Ja, wenn der lädt, also wenn der schwarze Bildschirm da ist, dann blitzt kurz der FPS-Counter auf und das ist natürlich doof. Wobei, der ist ja. Ich mache ihn jetzt nochmal an. Nee, der ist eh nicht im Bild. Ja, toll. Dann kann ich ihn eigentlich anlassen. Ach, das ist ja toll. Ja, epische Verpeiltheit. Hoch 3, natürlich. Was noch sonst, ja. So. Gut. Dann geht der Gaumann jetzt mal weiter durch diese Tür. Man muss immer durch Türen springen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Shinano Iga sind wir jetzt. Hier eine wunderschön raufgekleckste, ja, Farb. Punktlandschaft, also das soll Blumen darstellen und super schöne Grastextur. Also das ist wirklich, da kann sich HD dahinter verstecken. Also hier diese Texturen, die sind wirklich traumhaft. Also, das war jetzt natürlich nicht ernst gemeint, aber fürs N64, da war das nun mal so. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Zeiten von, ja, die Elder Scrolls 5, Skyrim und so, wo wirklich alles fotorealistisch ist. Ja, da kann man sich solche Texturen fast nicht mehr vorstellen. Aber damals war das so. Also war es schon wirklich toll, wenn irgendwie, ja, wenn man hier so Helligkeitseffekte hat oder so Sonneneffekte wie hier, dass es teilweise so rot wird im Sonnenuntergang. Ja, da hat man sich damals gefreut. Es war einfach hier, wie dieses Rot da längst. Das war einfach schön. Ja, so. Rauf da, rauf da, rauf da. Oh, und da ist ein goldenes Reisbällchen, Spießchen und so. Nicht da unten. Jetzt bin ich fast runtergesprungen. So, das heilt mich wieder, wie man jetzt gesehen hat. Ja, und jetzt sind wir hier fast im Berg oben. Das ist schön. Ja, und jetzt kommt dann bald eine Szene, die gefällt mir wirklich sehr gut. Jetzt kommen wir nämlich bald zum ersten Roboterkampf. Ja, und die haben Mystical Ninja, also zumindest die N64 Teil, ich weiß jetzt nicht, gab es ja am Super Nintendo auch, ich habe keine Ahnung, ob es da auch so Kämpfe gab. Aber gut, hey, Videosequenz, ich lasse euch hier alleine. Guckt euch das an. Es kommen die Texte vor, ich entschuldige mich gleich, ich werde sie nicht übersetzen. Und das Haus explodiert und alles fällt in sich zusammen und ja. Es fällt, also es versinkt im Boden, rüttelt und so weiter und so fort. Das ist ja. Wenn ihr jetzt mal seht, das Teil, was da dort liegt, wie sieht das von der Ferne für euch aus? Ich habe das Spiel damals gespielt, da war ich 12 oder so, da dachte ich mir wirklich. Achso, jetzt kommt noch Text. Oh mein Gott. Ja, wie sieht das Teil, das da liegt, für euch aus? Für mich sah das als kleines Kind wie ein Fleischstück aus. Es tut mir leid, das sah so aus für mich, ja. Aber es ist eine Muschel, in die man reinblasen kann. Hast du das gesehen? Es ist die Triton-Muschel, die den großen Roboter Impact beschwört. Der weiße Mann hatte sie. Und dieser ganze Schrott ist das Einzige, was vom weißen Manns Haus übrig geblieben ist? Hey, was machst du hier? Oh mein Gott, du bist das Seltsamchen vom Schloss Oedo. Nicht nur Schloss Oedo und jetzt auch das Haus des Weißen Mannes? Wie sinnlos kannst du sein? Du Seltsamchen! Wieso nennst du mich immer noch Seltsamchen? Es ist nicht nett, Leute nicht bei ihren Namen zu nennen. Ich werde euch zerschmettern mit meinem Roboter. Du Idiot. Ich lasse dich diesmal nicht davon. Ja, es fragte mich, willst du speichern im Abenteuer? Ja, im Tagebuch heißt das. Und ich sage natürlich, ja, ich will. Dein Spiel wurde im Abenteuertagebuch gespeichert.
Das ist schön. Das freut mich. Ja. Und jetzt. Filmsequenz. Wie gesagt, das geht mir zu schnell, das übersetze ich euch nicht. Aber seht mal zu. Ist schön zum Zugucken. Dash, dash, dash. Ja! Und jetzt dürfen wir diesen Roboter steuern. Das wird so ein Spaß. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also hier, ja, gleiten wir mal herum und ich habe nicht verstanden, wieso ich hier, also das verstehe ich noch, aber wieso ich hier Häuser zerstören muss. Also ihr seht hier oben diesen Balken. Es ist so quasi, soweit ich mich erinnern kann, die Energie. Und der steigt, wenn ich hier, also Gegner zerstört, klar, aber ich glaube, wenn ich so, ja, wenn ich Häuser zerstöre, steigt der, glaube ich, auch. Und ich denke mir dann, ja, die armen Japaner hier im altertümlichen Japan, die haben da sicher eine richtige Freude, wenn ich denen jetzt die ganzen Häuser zerstöre. Ja? Oder steigt der überhaupt, wenn ich Häuser... Ich habe keine Ahnung. Egal. Ich bekomme auf jeden Fall Geld hier. Und das werde ich nachher brauchen. Hier über diese Brücke nochmal drüber springen. Denn so ein großer Roboter kann jetzt nicht seine Brücke einreißen, ist klar, ne? Und alles zerstören. Und da hätte ich rüberspringen sollen. Hab ich irgendwie leicht verpeilt. Ja. So. Und diese riesen Pagoden muss ich hier auch zerstören. Weil, gehen wir im Weg. Ich bin Super Roboter. Ich bin Impact. Ich kann alles zerstören. Ohne und wie fall. Ja, ich fall schon wieder in die Grube runter. Egal. Ich bin Impact. Ich darf das. Ich darf alles. So, zerstören, zerstören, zerstören. Achso, ich kann ja langsam und schnell auch. Hey, wusste ich gar nicht. Cool. Hey, ich finde tolle neue Sachen. Das ist schön, das ist toll. So, zerstören, zerstören, zerstören. Und Sprung, und diesmal nicht. Und über die Brücke auch rüber. Die habe ich gleich mitgenommen. Häuser zerstören, Gegner zerstören. Ich quatsche nur von zerstören, zerstören. Und jetzt kommt der Gegner.